Seit Beginn der Industrialisierung wuchsen die Städte in Deutschland immer weiter, somit auch der Verkehr. Denn spätestens seit Friedrich Schiller in der Universität in Jena unterrichtete und Carl Zeiss ein Unternehmen in Jena gegründet hat, kommen immer mehr Menschen in die zweitgrößte Stadt Thüringens. Wir haben Fahrgastrekorde, also so viele Fahrgäste wie noch nie befördert. Doch die Stadtplaner stehen vor großen Herausforderungen, die es ebenfalls in der Universitätsstadt Jena zu bewältigen gilt. Wir haben in Jena das Problem, dass wir in einem Tal sind. Also da haben wir einfach bestimmte geografische Gegebenheiten, die man einfach so nicht ausblenden kann. Doch was läuft zurzeit falsch? Wie soll der Verkehr in Jena in Zukunft aussehen und was muss dringend verbessert werden? Eine komplette Verkehrsplanung vermisse ich in Jena, seitdem ich politisch aktiv bin und davor auch schon. Wir haben uns über den Verkehr in Jena informiert, Probleme herausgefunden, Lösungsansätze gesucht und diese mit Experten besprochen. In Jena leben 111.000 Menschen. Täglich pendeln davon tausende Menschen zur Arbeit. 25% der Leute, die einen Pkw besitzen, nutzen diesen täglich. In Jena kreuzen sich zwei wichtige Bundesstraßen, die B7 und die B88. Im Süden führt die A4 an Jena vorbei. 5 Straßenbahnlinien fahren in Jena rund um die Uhr auf 23 Kilometer Schienen. Ergänzt werden diese durch 15 innerstädtische Buslinien. Rund 18% nutzen ihr Fahrrad in der Lichtstadt täglich. Zu diesen Leuten gehört auch der Schüler Erik Driesch. Er ist fast täglich mit dem Fahrrad vom Stadtzentrum nach Lohwedder unterwegs. Am meisten mit dem Fahrrad, ab und zu auch mit dem ÖPNV. Das kommt auf etwa 4-5 Mal. Unter der Woche meistens, um zur Schule zu fahren, am Wochenende auch mal um kürzere Ausflüge zu machen. Den ÖPNV benutze ich vor allem in der kalten Jahreszeit. Erik Driesch ist täglich mit den Problemen des Jenaer Verkehrs konfrontiert. Also es ist schon deutlich besser als an manchen anderen Orten. Jedoch gibt es auf jeden Fall Problemzonen, an denen mehr gearbeitet werden muss. Die größte Herausforderung in Jenas Verkehr wird die Bekämpfung des Klimawandels sein. Denn die Anzahl der Staus in Deutschland vermehrten sich in den letzten Jahren rasant. Und dieser Trend wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Der durchschnittliche deutsche Neuwagen stieß im Jahr 2020 im Durchschnitt 150,2 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Der Zielwert der Europäischen Union liegt allerdings nur bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Deshalb wird vielen Menschen bewusst, dass das Auto langfristig keine Option mehr in der Stadt ist. Es ist mit dem Auto alles gut erreichbar, aber fürs Klima ist es nicht so gut. Das ist mir schon bewusst. Allerdings muss es nicht immer das eigene Auto sein, um mobil zu bleiben. Einerseits ist das Fahrrad ein sehr günstiges Verkehrsmittel, ja, was so die laufenden Kosten angeht. Und andererseits schont es natürlich auch die Umwelt. Viele denken sofort an das Fahrrad, wenn sie über klimafreundliche Verkehrsmittel nachdenken. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, erklärt uns Andreas Müller, einer der zwei Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs. Wir wollen mehr Fahrgäste befördern, wir wollen mehr davon überzeugen, dass sie ihr Auto stehen lassen und mit uns mitfahren. Und das wollen wir auch mit klimafreundlichen Technologien machen, also Elektromobilität umsetzen. Viele fordern in diesen Zeiten eine Verkehrswende, in der klimafreundliche Verkehrsmittel an erster Stelle stehen. Auch die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, des Kreisverband Jena-Saaltal, einem Verein, der sich für das Fahrrad und die Verkehrswende einsetzt, wünscht sich von der Stadt Jena mehr Initiative beim Thema Verkehrswende. Es gab in diesem Sommer den Radentscheid Jena, ein Bürgerbegehren, dass die Stadt dazu drängen wollte, deutlich mehr Geld in den Radverkehr zu investieren und den Radverkehr auch zu priorisieren gegenüber dem Autoverkehr im Rahmen der Nachhaltigkeit und der Mobilitätswende. Dieser Radentscheid war erfolgreich. Die Stadt will deutlich mehr Geld jetzt investieren. Und wir denken, dass wir in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte erzielen können und wirklich das Auto auf einigen Stellen auch zurückdrängen können, um dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen. Der Radentscheid fordert große Veränderungen, die dazu beitragen sollen, die Mobilitätswende in Jena voranzutreiben. Doch will die Stadt Jena diesen Forderungen nachkommen? Diese Frage haben wir Ulrike Zimmermann, der Radverkehrsbeauftragten der Stadt Jena, gestellt.
Im letzten Jahr ist ja relativ viel passiert, was den Radverkehr betrifft in Jena. Insbesondere deshalb, weil ja ein Radentscheid initiiert wurde. Und dieser Radentscheid hat ja dazu geführt, dass wir im Jenaer Stadtrat einen Beschluss gefasst haben, der heißt bessere Bedingungen für den Radverkehr in Jena bis 2030 schaffen. Und innerhalb dieses Beschlusses wurde auch ein Beschluss gefasst über 12 wichtige Stellen in der Stadt Jena, die besondere Probleme machen für den Radverkehr und die man sozusagen priorisiert in Angriff nehmen will. Die Maßnahmen der Stadt Jena leisten einen großen Teil beim Thema Verkehrswende. Allerdings braucht es auch Voraussetzungen, die eine Bundesregierung festlegen muss, erklärt uns Dr. Holger Becker, der Ortsteilbürgermeister von Jena West. Das wird sicherlich eine der ganz großen Themen werden, wenn man über Dekarbonisierung, also Vermeidung von CO2, redet. Elektromobilität ist eine der Sachen, wie gesagt, Unterstützung des schienengebundenen Verkehrs, also insbesondere auch schienengebundener Transport. Das dritte ist Elektromobilität, gerade auf dem Land. Das vierte sind eben tatsächlich diese integrierten Mobilitätskonzepte. Wie gesagt, von A nach B über eine wie auch immer geartete, möglichst benutzerfreundliche Plattform, das zu organisieren. Die genauen Punkte, die werden sich jetzt tatsächlich erst in der Regierungsarbeit herausstellen, wie man das tatsächlich umsetzt. Aber das sind so diese vier großen Bereiche. Die Elektromobilität ist in den letzten Jahren beim Thema Verkehr immer wichtiger geworden. Denn um die deutschen Klimaziele einzuhalten, muss der Verkehr sauberer werden. Allerdings sind die CO2-Emissionen im Verkehr seit 1995 kaum gesunken. Das soll nun geändert werden. Im neuen Koalitionsvertrag der Ampelparteien steht geschrieben, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen elektronische PKWs in Deutschland zugelassen werden sollen. Im Jahr 2020 lag man allerdings erst bei 194.000 Neuzulassungen von Elektroautos. Im Vergleich wurden 3 Millionen PKW neu zugelassen. Es gibt weitere Themen auf Bundesebene, Finanzierung von ÖPNV und Finanzierung von einer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Das sind allerdings Sachen, die sicherlich jetzt nicht in 12 Monaten passieren, aber das sind so auch typische Finanzierungsinstrumente, wo eben wieder der Bund einen bestimmten Topf Geld zur Verfügung steht, aus dem sich dann das Land oder verschiedene Kommunen über Programme Geld rausholen können. Anscheinend sind doch viele an einem elektrischen PKW interessiert. Laut dem ADAC plant jeder Sechste, der oder die sich ein Auto kaufen will, ein E-Auto anzuschaffen. Doch anscheinend scheitert das noch in der Ladeinfrastruktur. Denn nur jede oder jeder Vierte findet eine Ladesäule in seiner Nähe. In Jena gab es Ende 2020 350 Elektrofahrzeuge und 26 öffentliche Ladesäulen im Mai vergangenen Jahres. Somit wären die Ladesäulen für die Menge an PKWs im Moment wahrscheinlich ausreichend. Doch man muss nicht unbedingt ein Auto besitzen, um elektronisch in Jena unterwegs zu sein. Denn seit Mai kann man auch mit E-Scootern durch die Stadt fahren. In Jena ist die Firma Tier mit über 100 Fahrzeugen präsent. Außerdem existiert seit August 2020 ebenfalls der E-Vita des Jenaer Nahverkehrs. Der Individualverkehr ist die eine Sache, doch seit geraumer Zeit ist auch die Elektrifizierung des ÖPNV bzw. des Busverkehrs ein Thema. In Jena sind seit Februar 2020 einige E-Busse unterwegs. Diese schnitten in unserer Umfrage sehr positiv ab. Aber wir schauen auch in ganz andere Felder der Mobilität. Zum Beispiel haben wir auch unsere Evita-Mopeds hier in der Stadt im Angebot, wo über 100 Mopeds frei von jedem genutzt und gemietet werden können. Von unseren 45 Dieselbussen, die wir heute noch haben, Gelenkbusse und Zweiachsbusse, wollen wir nach und nach auf den elektrischen Antrieb umstellen. Das ist der Antrieb der Zukunft. Wir haben heute 3 E-Busse im Einsatz auf der Linie 15. Die sind äußerst beliebt bei Fahrgästen, bei den Anwohnern, weil sie auch sehr leise sind und emissionsfrei sind und auch bei unserem Fahrpersonal. Und wir haben vor, nach und nach alle Busse auf elektrischen Antrieb umzustellen und werden da auch in den nächsten Jahren dann auch die Wasserstofftechnologie, also die Brennstoffzelle, dort mit integrieren, sodass wir in ferner Zukunft durchaus Brennstoffzellenbusse im Einsatz haben werden, uns aber jetzt Stück für Stück auf diese Technologie hinbewegen. Und wenn der Freistaat Thüringen oder die Bundesrepublik uns unterstützen und auch ausreichend Fördermittel zur Verfügung stellen, werden wir das auch schaffen können. Aus eigener Kraft aber nicht. Doch selbst wenn eine standhafte Elektromobilität Platz in Jena finden würde, wird es immer noch Probleme mit Staus geben, weil immer noch sehr viele Menschen mit dem Auto fahren.
Tägliche Staus in Städten betreffen nämlich nicht nur die Millionenmetropolen wie Berlin, sondern auch die 111.000 Einwohner starke Stadt Jena. Dieses Problem merken besonders die Autofahrer und Autofahrerinnen, die öfters in Jena unterwegs sind. So gaben auch knapp 63% der 51 Befragten Staus als essentielles Problem an, was behoben werden sollte. Besonders häufig vertreten sind diese Stauprobleme in Teilen Jenas wie dem Magdestieg oder beliebige Kreuzungen um die Innenstadt herum. Stauschwerpunkte in Jena gibt es eigentlich insbesondere an der Kreuzung Fischergasse. Das ist die Kreuzung, wenn man von der Stadtroder Straße in die Stadt hineinfährt. Und im Prinzip ist auch die Angerkreuzung eine der am meisten befahrenen Kreuzungen im Innenstadtbereich. Demzufolge sind Lösungen gefragt, die es beim Hotspot Magdestieg beispielsweise vereinfachen würden, ohne Probleme durchzufahren. Naja, es gibt ja schon jetzt den Ansatz zu sagen, also einige der Linien teilen sich und fahren durch die Schottstraße. Aber auch da gilt, Jena hat gewisse Gegebenheiten, die man so jetzt nicht einfach ignorieren kann. Wenn man also den Busverkehr am Magdestieg auf die Schottstraße umleiten würde, könnte sich so vermutlich auch der Autoverkehr entspannen. Zudem wurde das Tempolimit auf dem Magdestieg bereits auf 30 km/h gedrosselt, um dem Stauproblem entgegenzuwirken. Leider reichen diese Maßnahmen nicht aus, um einen verkehrsarmen Magdestieg zu gewinnen, aber man formt ihn zumindest besser für jegliche Verkehrsart. Aber wie sieht es mit den restlichen Stauschwerpunkten aus? Gäbe es dort ebenfalls Lösungsvorschläge? Ein Vorschlag wäre sicherlich die Ostumgehung, welche die Stauprobleme vor allem in der Innenstadt lösen soll und somit Kreuzungspunkte wie die Kreuzung Fischergasse und die Angerkreuzung mit einbezieht. Diese beiden Kreuzungen und auch die dazwischen liegende Kreuzung am Steinweg sind ja die Kreuzungen, die im Rahmen der Ostumgehung, noch in den 20er Jahren gebaut werden sollen. Da wird das gelöst, das Problem. Aber ob sich durch diese Lösungen das Stauproblem in Jena jemals verbessern wird, wird sich in den nächsten Jahren wohl erst zeigen müssen. Ein Hoffnungsschimmer wäre es zumindest, denn auch mit der Parkplatzsituation in Jena sieht es derzeit schwierig aus. Denn je mehr Autofahrer und Autofahrerinnen in die Städte kommen, desto mehr Platz wird natürlich zum Parken benötigt. Doch über 60% sehen die Parkplatzsituation in der kreisfreien Stadt Jena als unangemessen an, was sich insbesondere im Zentrum der Stadt finden lässt. Die Stadt ist zu eng, zu klein. Automobilverkehr gehört hier eigentlich nicht wirklich her. Wie lassen sich Parkprobleme aber beheben, wenn zu wenig Platz zur Verfügung steht? Es gibt keinen Platz mehr für Parkplätze und sollte man nicht weiter verbessern. Mit diesen Problemen, welches Jena bietet, wäre ein möglicher Lösungsansatz das Park-and-Ride-Ticket, was besonders in Großstädten wie Frankfurt Gebrauch findet. Der Sinn vom klassischen Park-and-Ride dahinter ist das Schonen der Innenstädte und die damit verbundene Infrastruktur. Man kann sich diese Art von Parken in etwa so vorstellen. Die Autofahrerin oder der Autofahrer stellt das Auto auf einen Parkplatz außerhalb der Innenstadt ab und besorgt sich das dazugehörige Ticket. Mit diesem Ticket wird nicht nur die Erlaubnis zum Parken gedeckt, sondern ebenso die Möglichkeit geboten, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, um in das Zentrum zu gelangen. Diese Art von Parken wäre also eine gute Möglichkeit, um besonders die Innenstadt zu entlasten. Doch ist sowas in Jena überhaupt realisierbar? Man muss das ein bisschen losgelöst voneinander sehen. An sich ist es so, dass in der Fachliteratur Park and Ride, so wie man sich das vorstellt, man löst ein einziges Ticket und fährt damit sowohl Bus als auch hat das Parkticket gleich gelöst. Das gibt es in ganz großen Städten. Das sagt man in der Fachliteratur so ab 500.000 Einwohner aufwärts eigentlich erst. Manchmal in Ballungsgebieten, wo das sich sehr eng die ganzen Städte und Gemeinden aneinander sind, wie zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, sagt man auch so ab 250.000. Man muss sich aber immer vorstellen, es muss ja die Problematik geben. Ich habe ja immer, wenn ich mich außen in der Stadt hinstelle, dann noch einen Weg zurückzulegen. Und wenn ich den mit der Straßenbahn fahre und das dauert viel länger, als wenn ich mit dem Auto fahre in der Innenstadt, dann wird es schon schwierig, das umzusetzen. Es muss ja immer einen Anreiz geben dafür. So dass wir jetzt sagen, in Jena so ein klassisches Park and Ride, ein Ticket für alles und ich habe große Parkplätze am Stadtrand, das wird so nicht funktionieren. Wenn ein klassisches Park and Ride nicht machbar ist, wäre es vielleicht möglich, mehrere verschiedene Punkte im kleineren Maße mit Parkplätzen zu bestücken, beziehungsweise außerstädtische Bereiche per Park and Ride mit Jena zu verbinden. Wir machen das eher dezentral. Wir haben zum Beispiel bei der Planung der neuen Straßenbahn in Nord an der Endhaltestelle auch Stellplätze vorgesehen, sodass es im kleinen Rahmen dort möglich ist. Es gibt auch Überlegungen, das in
Lobeda zu tun. Und was wir grundsätzlich auch andenken, zusammen mit den Umlandgemeinden, ist, ob man solche Park-and-Ride-Angebote, einfach indem man Parkflächen schafft, wo man sich gut hinstellen kann, auch in Stadt Roda oder in Kahla schafft, sodass auch die Pendler, die ja aus dem Umland in die Stadt Jena zum Arbeiten kommen, dass die dort einen guten Anschluss an den Bahnhof vorfinden und dann mit der Bahn halt nach Jena reinfahren. Allerdings könnte es schon im Jahr 2022 durch die Erhöhung der Parkgebühren von Stellplätzen in und um der Innenstadt herum zu einer deutlichen Abnahme des runden Verkehrs kommen, die besonders die innenstädtischen Parkplätze entlasten könnten und somit möglicherweise eine sichere Querungsstelle für den Radverkehr bilden. Sicherlich könnten diese Maßnahmen den Parkplatzmangel besonders in der Innenstadt auflockern. Doch das wird die Situation in der Innenstadt nicht dauerhaft verbessern. Was kann man also tun, um die Lage der Innenstadt Jenas zu verbessern? Seit einigen Jahren steht die Debatte von einer autofreien Innenstadt im Raum, um diese Probleme zu lösen. Eine autofreie Innenstadt, das wäre mal das Erste, wobei autofrei nicht heißt, dass gar kein Auto mehr fahren kann, aber der Durchgangsverkehr soll rausgehalten werden. Doch würde uns eine autofreie Innenstadt nur Vorteile bringen und würde es all unsere Probleme in der Innenstadt lösen? Von einer autofreien Innenstadt halte ich nicht viel, denn es bietet wahrscheinlich der Innenstadt zwar mehr Sicherheit, jedoch wird aber wahrscheinlich um die Innenstadt herum logischerweise viel, viel mehr Verkehr sein, was dann natürlich auch wieder negative Auswirkungen haben kann. Diese Sorgen sind nicht ganz unbegründet, wenn man bedenkt, welchen Teil der Innenstadt man für den Autoverkehr sperrt. Sicher wären Sperrungen für den Autoverkehr zum Beispiel auf dem Eichplatz möglich. Zumindest wurde ein Vorschlag vor dem Stadtentwicklungsausschuss bisher abgelehnt. Ist die Frage, wie man autofreie Innenstadt definiert. Also ich glaube nicht, dass so wie das in dem Ursprungskonzept von dem Klimabeirat mal vorgesehen war, funktioniert. Und zwar der, auch mal als Otzerbürger, mein Hauptkritikpunkt ist der, wir haben in Jena, wenn man die B7 reinfährt und irgendwie nach Jena Süd muss, immer das Problem, dass ich den Leutragraben brauche. Und den kann ich nicht vom Verkehr sperren. Das geht einfach nicht, weil die Alternative wäre, ich leite dann den Verkehr durch die Wohnbereiche, also Lutherstraße oder diese ganzen kleinen Querstraßen. Und das kann nicht sein, dass ich den Durchgangsverkehr durch Wohngebiete leite. Also deswegen ist so dieses Ursprungskonzept, das ist dann auch weder im Stadtentwicklungsausschuss noch im Kfz-Beirat noch in irgendwelchen anderen Beiräten auch so in der Form angenommen worden. Wir haben in Jena das Problem, dass wir in einem Tal sind. Also da haben wir einfach bestimmte geografische Gegebenheiten, die man einfach so nicht ausblenden kann. Was sicherlich sinnvoll ist, sich nochmal zu schauen, an welchen Stellen ich die Geschwindigkeit reduzieren kann. Das hat man ja auch gemacht. Ne? Man hat also die Tempo-20-Zone erweitert vor dem Holzmarkt. Man hat Leutragraben auf Tempo 30 gesetzt und so. Das kann man machen, aber ich glaube, dass Jena einfach aufgrund seiner Geografie nicht wirklich geeignet ist zu sagen, ich weise eine große Innenstadt, einen großen Innenstadtbereich aus, wo ich überhaupt keinen Pkw-Verkehr habe. Das glaube ich funktioniert nicht, weil ich damit eben, wie gesagt, jetzt speziell in Jena den Durchgangsverkehr, den ich einfach habe, in Wohngebiete verdränge und das macht keinen Sinn. Das ist an manchen Stellen das Problem. So wäre eine Sperrung des Leutragraben wegen dem vielen Durchgangsverkehr nicht möglich und würde sich wahrscheinlich auf die anderen Straßen umlagern. Allerdings muss eine autofreie Innenstadt nicht nur Nachteile mit sich bringen, sondern sie bringt auch viele Vorteile. Zumindest stehen knapp die Hälfte der Befragten aus unserer Umfrage einer autofreien Innenstadt positiv gegenüber. Das würde ich auch sehr begrüßen. Ich denke, dass dieses Konzept die Lebensqualität, die Luftqualität, die Lärmbelästigung und auch die Sicherheit deutlich verbessern würde in der Innenstadt. Man muss nur gucken, wie man das Ganze umsetzt. Man sollte am besten stufenweise anfangen, Autofahren immer unattraktiver zu machen in der Innenstadt und das schlussendlich wirklich komplett untersagen. Man sollte auch immer teilweise Alternativen zum Weg durch die Innenstadt darstellen, aber langfristig sollte darauf hingearbeitet werden, dass Autofahren unattraktiv ist in Jena. Durch eine autofreie Innenstadt können einige Probleme gelöst werden. Eventuell würden dadurch mehr Leute auf den ÖPNV oder auf das Fahrrad wechseln, was man mit einer autofreien Innenstadt bezwecken möchte. Denn 2018 wurden immer noch 62% der Verkehrsleistungen in Jena mit einem motorisierten Verkehrsmittel getätigt. Ist in Jena mehr oder weniger schon fast der Fall, habe ich das Gefühl, weil man findet da aktuell keinen Parkplatz. Also niemand, der nicht unbedingt muss, fährt mit dem Auto in die Stadt. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen und ich weiß, das gab es glaube ich auch mal für so Aktionstage, dass das mal gemacht wurde, zumindest in einzelnen Vierteln. Und das hat dort immer gut funktioniert, das war gut für alle Anwohner,
ich begrüße das. Allerdings sind weiterhin viele Menschen aus dem Umland auf das Auto angewiesen und können nicht einfach mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad in die Innenstadt gelangen. Kann man durchaus machen, denke ich schon. Ich sehe das immer zweischneidig. Ich finde es halt auch wichtig, auch gerade so älteren Leuten, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind und die vielleicht auch von außerhalb kommen, wo jetzt nicht unbedingt außerhalb in ihrem Dorf oder wo sie wohnen, Einkaufsmöglichkeiten sind, den sollte man schon versuchen, irgendwie die Möglichkeit zu geben, in die Innenstadt zu fahren, um dort eben auch einkaufen gehen zu können. Aber an sich finde ich die Idee gut. Das ist ja nicht nur eine Geschichte mit der Umwelt, es ist ja auch eine Geschichte mit der Sicherheit, Kinder und so weiter. Ich denke, da sollte man schon wenigstens über verkehrsberuhigte Bereiche nachdenken. Da blicke ich theoretisch oder auch praktisch sehr zwiegespalten drauf, denn ich habe natürlich auch ein Auto und muss in seltenen Fällen auch mit dem Auto in die Innenstadt. Aber ich behaupte mal, für mich wäre es jetzt nicht so wichtig, mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Vielleicht kann man da eine Lösung finden, dass man das für Anwohner irgendwie gestaltet, dass die mit dem Auto in die Stadt fahren können und Zulieferer. Denn beim Rest weiß ich nicht, ob der zwangsweise mit dem Auto in die Innenstadt fahren muss. Da findet man sicherlich mit Park and Ride auch andere Möglichkeiten. Um diese Probleme lösen zu können, könnte ein Park and Ride-System mit einer autofreien Innenstadt eine gute Mischung sein. So könnte man einige Parkprobleme und Verstopfungen in der Innenstadt lösen. Das hängt davon ab, wie man die Innenstadt definiert. Wenn man die autofreie Innenstadt in Jena so definiert, dass es keine Passierbarkeit von Jena mehr gibt, geht es nicht. Das heißt, die Voraussetzungen müssen stimmen. Das heißt, es muss möglich sein, die Innenstadt zu erreichen für alle. Zum Beispiel wäre eine Voraussetzung für eine autofreie Innenstadt, dass wir Park-and-Ride-Parkplätze an allen Ortseingängen schaffen, wo man dann zum Beispiel mit 5 Euro Parkgebühr den ganzen Tag das Nahverkehrsticket in Jena nutzen kann, um dann im Prinzip auch das Auto weglassen zu können. Wie gesagt, das muss man aber differenzieren. Erst müssen wir das Angebot schaffen, erst müssen die Busse und die Bahnlinien so vertaktet sein, dass man die Stadt erreichen kann. Und wenn das alles erreicht ist, kann man sukzessive weniger machen. Und es wird ja schon weniger gemacht. Aber die Reihenfolge muss passen. Und autofrei, ganz autofrei geht nicht. Feuerwehr, Rettungsdienst, die müssen schon noch irgendwie reinfahren können. Das muss auch sichergestellt sein. Und Pflegedienst übrigens auch. Die autofreie Innenstadt wird in naher Zukunft höchstwahrscheinlich so nicht kommen. Deswegen müssen andere Konzepte erarbeitet werden, um die Innenstadt zu beruhigen, Verstopfungen sowie Parkprobleme zu lösen. Momentan sind wir dabei, erstmal das Thema anzugehen, dass wir sagen, es soll die Geschwindigkeit heruntergesetzt werden und es sollen die Bedingungen für den Fußverkehr auch verbessert werden, indem ich besser über die Straße komme. Das sind diese drei provisorischen Querungshilfen, die am Fürstengraben und am Leutragraben eingerichtet wurden. Das ist jetzt so der erste Schritt und da geht es um Geschwindigkeitsreduzierung und eine autoärmere Innenstadt einfach zu bekommen. Das wird auch sukzessive noch passieren, wenn der ganze Eichplatz ja auch bebaut wird und dort nicht mehr obendrauf die Autos stehen, sondern das in der Tiefgarage gemacht wird und die Ausweichstellplätze ja am Inselplatz auch dann vorhanden sind, sodass sich das alles so ein bisschen anders ordnet. Und wir denken, dass wir sicherlich nicht eine autofreie Innenstadt in der nächsten Zeit bekommen, aber eine autoärmere Innenstadt und vor allen Dingen eine Innenstadt, wo der Autoverkehr sich in einem Tempo bewegt, sodass er mit Fußverkehr insbesondere, aber auch mit dem Radverkehr gut verträglich ist und den öffentlichen Verkehr auch den wichtigen Raum lässt. Straßenbahn muss gut fahren können, der Bus muss gut fahren können. Das ist wichtig in der Innenstadt und das versuchen wir jetzt schrittweise umzusetzen. Doch kann man mit diesem Vorgehen auch den Konflikt zwischen den einzelnen Verkehrsarten lösen, der in Jena an einzelnen Stellen überhand nimmt? Denn wachsender Verkehr stärkt in Städten nicht nur Parkplatzmangel oder Staus, sondern auch die Grundaggressivität von jeglichen Verkehrsteilnehmern und Teilnehmerinnen. Der Autoverkehr hat zugenommen, die Autos sind größer geworden im Laufe der letzten 20 Jahre. Und der Platz ist weniger geworden, dass das generelle Verhalten aggressiver ist. Das kann ich auch bestätigen, dass Autofahrer sich sehr oft durch die Radfahrer genötigt fühlen und dementsprechend aggressiv reagieren. Und dann sind die Radfahrer natürlich ungehalten. Besonders an Stellen, an denen der Fahrrad- und Autoverkehr an engen Teilen jenes aufeinander trifft, kommt es vermehrt zu Konflikten. Es ist ja so, dass man immer Konflikte hat. Zwischen Fußgängern und Radfahrern, zwischen Radfahrern und Autofahrern und zwischen Fußgängern und Autofahrern. Und die wird man auch nie ganz wegbekommen. Und insbesondere in Jena. Jena ist ja eine
kleine Großstadt, also richtig aus einer kleinen mittelalterlichen Stadt gewachsen, hat enge Straßen, hat auch einen richtig dörflichen Charakter, wie zum Beispiel in wenigen Jahren Jena, in Jena Ost. Und da gibt es einfach enge Straßen, wo ein bisschen zu wenig Platz ist für den heutigen Verkehr. Und dort wird es immer so ein paar Konflikte geben. Aus diesem Grund sind Lösungen, um den alltäglichen Streit zu schlichten, nötig, damit der Verkehr in diesen Bereichen flüssiger läuft. Ein umstrittenes Thema wäre hierfür sicherlich das Trennen der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Naja, also eine der Grundlagen von moderner Verkehrsführung ist ja, dass man versucht, die verschiedenen Verkehrsarten zu entflechten. Also eben möglichst wenig Begegnungsverkehr zu haben. Inwieweit man das natürlich dann lokal realisieren kann auf Bundesplatzes, das muss man immer genau vor Ort schauen. Was gäbe es aber sonst für andere Lösungen, wenn das bereits bekannte Problem mit dem Platzmangel in Jena weiterhin vorhanden ist? Wenn es keinen Platz mehr für getrennte Strecken gibt, dann müssen die Beteiligten direkt angesprochen werden. Diese sollten sich, auch wenn es schwerfällt, bei solchen Situationen vermehrt zurücknehmen, damit der Konflikt flach gehalten werden kann und der Verkehr harmonischer und angenehmer verläuft. Es würde schon ziemlich viel der Aggressivität aus dem Verkehr rausnehmen. Jeder ist ja eigentlich Verkehrsteilnehmer in verschiedenen Arten. Ne? Also jeder ist mal Fußgänger, jeder ist mal Fahrradfahrer, jeder ist typischerweise auch mal Autofahrer. Und wenn man sich dann einfach mal so ein bisschen zurücknimmt und nicht sofort wieder anfängt, so aggressiv sich zu verhalten, dann wäre da, glaube ich, schon viel der Problematik gelöst. Aber genügt das auch, damit sich Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Jena sicher fühlen? Teils, teils. Meine Devise ist es meistens, gerade wenn keine direkten Fahrradwege vorhanden sind, ich dann mit dem Fahrrad offen in der Mitte fahre, sodass die Autofahrer wenig Chancen haben, mich zu überholen und das Ganze mir irgendwo mehr Sicherheit gibt. Wären da nicht sogenannte niederländische Kreuzungen, die radfreundlich sind, hilfreich, um die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer zu gewährleisten? Diese Kreuzungen würden viele Vorteile mit sich bringen. Da Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer immer auf ihrer eigenen Spur fahren können, kommen sie kaum mit anderen Verkehrsteilnehmern in Kontakt. Dadurch verläuft der Fahrradverkehr flüssiger. Aber diese niederländischen Kreuzungen sind natürlich für eine große Fläche immer gemacht. Also man braucht viel Platz. Und dann ist es immer alles ganz schön, dann fahren alle hübsch nebeneinander her und keiner muss mit jemand anders zusammen eine Fläche nutzen. Also es gibt eine breite Fläche für den Fußverkehr, dann gibt es eine breite abgegrenzte Fläche für den Radverkehr. Und dann gibt es die Flächen für den Autoverkehr. Und da muss man halt schauen, an welchen Kreuzungen sowas in Jena machbar wäre. Das wird sicherlich auch in Zukunft weiter überprüft werden. Aber es ist immer eine Abwägung, wo steht die Fläche zur Verfügung, wo mache ich eine Abwägung zugunsten von Fuß- und Radverkehr und wo mache ich eine Abwägung, wie zum Beispiel an der Osttangente, wo ja die Straße ausgebaut werden soll, wo mache ich dann eine Abwägung zugunsten des Autoverkehrs. Und da muss man gucken, dass man da auch ein Gleichgewicht findet und sagt, es kann nicht immer nur um den Autoverkehr gehen, aber an bestimmten Strecken hat er halt seine Hauptroute. Dafür muss dann an anderen Strecken es so gestaltet werden, dass eben der Radverkehr bevorzugt wird und im Innenstadtbereich der Fußgängerverkehr eben halt auch Vorrang hat. In unserer Umfrage begrüßten viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer die niederländischen Kreuzungen. Aber wäre eine niederländische Kreuzung wirklich die Lösung eines Konfliktes zwischen zwei Verkehrsteilnehmern? Ja, also ich bin jetzt kein Architekt und Verkehrsplaner, hatte ja gerade schon gesagt, ich würde Kreisverkehre sehr bevorzugen. Das Problem an so einer Situation ist, man kann das natürlich alles planen, kostet erstens viel Geld und zweitens ist es, glaube ich, so, dass die deutsche Bevölkerung nicht so sehr daran gewöhnt ist, an solche Systeme, wie das beispielsweise in anderen europäischen Staaten ist, wo das schon über Jahrzehnte etabliert ist, das Ganze. Gerade in Nord- und Wenningen-Jena sind eigentlich die Radwege besonders schlecht. Also hier in Lobeda ist eigentlich noch am besten in der Stadt, weil hier auch mehr Platz ist. Jena ist stark bebaut. Dadurch findet man wenig Freiraum für zusätzliche Fahrradwege, die den Radverkehr verbessern würden. Da muss man, glaube ich, mal unterscheiden. Also es gibt einmal Fahrradwege, wo sich Mühe gegeben wird, die auch instand zu halten. Zum Beispiel diesen Radweg von der Stadt nach Lobeda raus. Der ist auch immer sehr zeitnah geräumt, wenn zum Beispiel im Winter da Schnee liegt und Eis. Andere Radwege, da merkt man, dass die einfach provisorisch entstanden sind. Die sind dann entweder nicht gut geteert oder einfach nur irgendwelche Markierungen auf den Straßen. Wenn man zum Beispiel den Westbahnhof hochfährt oder
auch in Jena Ost. Da kann man tatsächlich noch mehr machen, gerade wenn es um Fahrradsicherheit geht für die Fahrradfahrer. Ja. Vor allem die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer aus den Wohngebieten wie Jena Nord oder Jena West haben Schwierigkeiten, in die Jena Innenstadt zu kommen. Es ist ja so, dass wir noch erst den ersten Bauabschnitt der Straßenbahn in Jena Nord gebaut haben. Das ist ja momentan erstmal nur über Löbstedt hinaus und da fehlt ja noch ein ganz großes, langes Stück, was eigentlich ja in den nächsten Jahren noch gebaut werden soll. Und in dem Zusammenhang werden ja auch Radverkehrsanlagen geschaffen. Das heißt, teilweise werden die Wege an der Seite, die dann für Radfahrer und Fußgänger sind, erheblich noch verbreitert. Teilweise gibt es aber auch separate Radverkehrsanlagen. Und weiter in Süden ist es natürlich sukzessive geplant, in diesem Zuge dann auch die Radverkehrsanlagen weiter auszubauen. Das heißt aber nicht immer, dass man gar nicht auf der Straße fahren muss, sondern das heißt nur, dass die Wege und die Spuren für den Radverkehr ausreichend breit sind, sodass man eben nicht gefährdet ist. Also es muss nicht unbedingt immer ein Weg, ein extra Weg sein, sondern das kann auch eine sehr breite Spur sein. Zum Beispiel haben wir in Lobeda Ost ja diese ganz breiten, rot markierten Radverkehrsanlagen, die dann auch nur für den Radverkehr sind. Und das zieht sich dann so weiter. Am Nollendorfer Platz haben wir ja schon einiges getan für den Radverkehr. Dann ist das Darmviertel zu nennen. Da haben wir jetzt im Zuge der Bürgeranträge relativ viel für den Radverkehr gemacht. Dort ist auch Tempo 30. Diese Probleme fallen nicht nur in Jena Nord auf. Vor allem in Jena West ist es schwierig, durch die starke Bebauung und den geografischen Voraussetzungen eine gute Fahrradinfrastruktur sicherzustellen. Und wo man hinschaut, also in Jena West ist es zum Beispiel so, dass die Durchgängigkeit vom Fahrradverkehr zum Beispiel ein Problem darstellt. Man hat eigentlich zum Beispiel der Erfurter Straße lang, die B7, eben weil die neu gemacht worden ist, eigentlich auch einen schönen, einigermaßen breiten Radweg. Der hört dann aber eben an einer Stelle, wo die Sickingenstraße reingeht, hört der einfach auf. Und dann fängt er erst wieder 200 Meter weiter, wenn die Erfurter Straße rechts abbiegt, fängt er wieder an. Also diese fehlende Durchgängigkeit ist ein Problem. Wir haben auch diskutiert zu sagen, wir würden gerne die Talstraße und die Jahnstraße zur Fahrradstraße machen, um eben genau zu sagen, man definiert eine Straße, in der der Fahrradverkehr eben bevorzugt wird. Das ist noch so in der Diskussion. Der Punkt ist einfach, dass man versuchen muss, möglichst durchgängige Konzepte zu haben, durchgängige Linien für, und das ist jetzt egal, welchen Verkehr man nimmt, ob das Autoverkehr ist, ob das Fahrradverkehr ist, ob das Fußgängerverkehr ist. Das müssen einfach tatsächlich in sich passende Gesamtlinien sein. Weil das, was die Leute am meisten aufregt, ist, man fährt 90% der Strecke mit dem Fahrrad, alles ist gut, und dann gibt es einen Punkt, wo es klemmt. Und der erzeugt immer den Ärger. Wie wir merken, wird schon einiges für den Fahrradverkehr getan. Werden die Maßnahmen allerdings ausreichen, um eine gute Fahrradinfrastruktur in Jena sicherzustellen? Denn immerhin sind die meisten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer aus unserer Umfrage unzufrieden mit der Fahrradinfrastruktur. Naja, also hin und wieder gibt es ja mal was von der Stadt Jena, dass zum Beispiel neue Fahrradwege oder so erschlossen werden, aber meiner Meinung nach könnte da noch mehr getan werden. Eine Fahrradstraße beispielsweise, das würde ich absolut begrüßen, gerne auch mit extra Verkehrszeichen oder sogar Ampeln, Kreisverkehre für Fahrräder. Da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Nein, das ist eine der allerhöchsten Prioritäten, diese Achsen zu schaffen, durch die Innenstadt durch. Mhm. Vor allem der Übergang vom Paradies in die Stadt fällt sehr schwer, da hier die Saale überquert werden muss. Es gibt so ein paar neuralgische Punkte, also unten zum Beispiel, wenn man ins Paradies fahren will, von der Felsenkellerstraße beispielsweise, so eine ganz typische, wirklich blöde Situation. Ich finde aber, es konzentriert sich tatsächlich, die Probleme konzentrieren sich eher so an einzelnen Punkten. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass die Verkehrs- oder die Fahrradinfrastruktur in Jena generell schlecht ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wir merken sehr schnell, wenn es um Fahrradinfrastruktur geht, dass es in Jena sehr schwierig ist, zusätzliche Infrastruktur bereitzustellen. Doch viele Dinge kann man trotz Einschränkungen sicher umsetzen. Grundsätzlich fände ich das natürlich schön. So als Radverkehrsbeauftragte denke ich, das würde toll sein, aber man muss natürlich immer mit den Gegebenheiten arbeiten. Und man kann jetzt nur sagen, wir arbeiten daran, dass das auf jeden Fall besser befahrbar wird und auch deutlich breiter wird. Aber wir haben angefangen jetzt im Bereich Stadion neu zu planen. Es kommt ja das neue Stadion und im Zuge des neuen Stadions kommt da ein ganzer Wegeabschnitt von einem knappen Kilometer,
irgendeinem reichlichen Kilometer, der auch deutlich breiter ausgebaut wird. Jetzt dann überlegen wir, wie man von der Paradiesbrücke kommend diese Führung, die jetzt ja so in der Kurve am Märchenbrunnen vorbeigeht, wie man dort eine bessere Lösung finden kann. Ist aber nicht ganz unproblematisch, weil dort auch Naturschutzgründe in der Saaleaue natürlich wichtig sind und die man auch dann beachten muss. Wo wir ein weiteres Projekt planen und derzeit planen muss man sich jetzt vorstellen, wir machen erste Überlegungen dazu, ist im Bereich der Goldberg-Rampe und des Goldberg-Tunnels. Dort ist es so, dass der Tunnel ja sehr eng ist und aber ganz viel von Fahrrädern benutzt wird. Und da überlegen wir, ob man dort zum Beispiel parallel zur Stadt Roderer Straße eine breitere Radverkehrsanlage noch bauen kann, die Ampelschaltung noch ein bisschen optimiert und dann dort nicht mehr durch den Tunnel fahren muss. Das sind so erste Projekte, die jetzt in nächster Zeit entweder schon ganz konkret in Planung sind, wie diese Umfahrung am Stadion, die deutlich verbreitert werden soll, oder andere, die beiden, die ich genannt habe, die eben jetzt in den kommenden Jahren Schritt für Schritt vorangetrieben werden sollen. Für den Fahrradverkehr wird also in Zukunft viel getan. Jedoch kann sich nicht jeder mit dem Fahrrad anfreunden. Viele Leute würden beispielsweise gerne auf andere Verkehrsmittel umsteigen, wie den ÖPNV, haben aber meist nicht die Möglichkeit, diesen zu nutzen. Fahrrad ist schwierig, weil es sind über 20 Kilometer. Ich wohne auf einem Dorf um Jena. Und öffentliche Verkehrsmittel ist ebenfalls schwierig, weil dort gefühlt früh um 6 ein Bus fährt nach Jena und nachmittags um 4 einer zurück. So geht es vielen Leuten, welche im Jenaer Umland wohnen, denen nur ihr eigenes Auto zur Verfügung steht. Die meisten Straßenbahn- und Buslinien führen nicht über die Stadtgrenzen hinaus. Allerdings merkt man schnell, dass so gut wie alle umliegenden Dörfer um Jena herum mit einer oder mehreren Buslinien angefahren werden. Das Problem ist, dass Jena nicht wie Metropolen große umliegende Orte besitzt und es sich deswegen schlicht und ergreifend nicht lohnen würde, in jedem Ort einen 20-Minuten-Takt anzubieten. Weil ganz einfach die Bus- und Bahnverbindungen so schlecht sind und so selten fahren. In manchen Dörfern fährt in den Ferien gar nichts, ansonsten ein oder zwei Busse am Tag, das einfach gar nicht möglich ist, Termine wahrzunehmen. Statt einem 20-Minuten-Takt werden Dörfer meist nur stündlich oder zweistündlich angefahren und das auch nur an Werktagen. An Wochenenden oder in Ferien fahren meist gar keine Busse in vielen Dörfern. Doch was soll gegen diese Probleme getan werden? Indem man auf dem Land einfach mehr Zeiten, mehr Fahrzeiten anbietet. Also es wäre auch für mich sicherlich eine Erleichterung, wenn ich sagen könnte, ich fahre mit dem Bus. Ja. Bahn gibt es nicht, aber Bus wäre auf jeden Fall auch eine Alternative, wenn die Zeiten sich an meinen Beruf anpassen würden oder meine Berufsarbeitszeiten. Doch ein höheres Angebot bedeutet auch höhere Kosten. Ja, wir bräuchten mehr Zuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr, damit wir deutlich länger die Fahrzeiten sicherstellen können und in den Dörfern des Wahlkreises, dass zumindest alle 2 Stunden ein Bus fährt. Das wäre schon mal was und dafür braucht es deutlich mehr Geld vom Bund. In Jena ist der Jenaer Nahverkehr für den ÖPNV zuständig. Für den Verkehr um Jena herum, im Saale-Holstein-Kreis, kümmert sich jedoch die JDS-Verkehrsgesellschaft. Die Stadt Jena, die Stadtwerke und der Jenaer Nahverkehr haben da sehr viel in den letzten Wochen und Monaten getan. Wir werden nämlich mit dem Landkreis und dem dortigen Regionalbusunternehmen der JDS-Verkehrsgesellschaft ab Januar noch enger kooperieren. Wir werden gesellschaftsrechtlich als ein Mutter-Tochter-Modell fungieren und genau mit dem Ziel, das Angebot von Bussen und Bahnen in und um Jena aus einem Guss gestalten zu können. Also Bahn und Bus aus einem Guss ist unser Slogan. Und wir haben diese Notwendigkeit erkannt und freuen uns, dass die Stadt und der Landkreis hier wirklich enger zusammenrücken und im Interesse der Fahrgäste eine noch bessere Abstimmung vornehmen, als es bisher schon geschehen ist. Wobei das Umsteigen sich am schwierigsten gestaltet. Denn wenn man aus dem Umland kommt, muss man meistens noch im Stadtzentrum umsteigen, um an sein Ziel zu gelangen. Dies führt dazu, dass der Weg noch länger wird. Somit ist man dann teilweise mit dem Fahrrad schneller als mit dem ÖPNV. Aber nicht nur, wenn man vom Land kommt, besteht das Problem. Denn auch innerhalb der Stadt taucht diese Problematik vermehrt auf. Wobei problematisch ist, gleich ergänzend, wenn man aus der Spätvorstellung im Kino kommt, wenn es möglich ist, und die Bahn gerade weg ist und man dann eine halbe Stunde warten soll, wenn man mit dem Zug um 22.20 Uhr auf dem Westbahnhof ankommt, die Linie 15 eingestellt ist, die Linie 10 gerade abgefahren und wenn man dann in die Stadt gerannt ist, die Straßenbahn auch gerade weg ist und man dann für 4 Kilometer genauso lange braucht wie für 50 Kilometer mit der Bahn oder vielleicht sogar für 70 Kilometer mit der Bahn, dann ist das frustrierend. Und dann fährt man bei solchen Terminen eben abends, weil in Jena auch kein Taxi zu kriegen ist, doch mit dem Auto, weil ich habe bei Kälte keine Lust, 45 Minuten vom Westbahnhof bis nach Hause.
In der Nacht besteht meist das Problem, dass die Straßenbahn nur im Stundentakt fährt und die meisten Buslinien gar nicht fahren. Somit fällt es schwer, den Anschluss von Zügen noch zu schaffen. Also die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Es gibt die Ideen, dass die physischen Umsteigemöglichkeiten, also der Bus hält auf der anderen Kante des Bahnsteiges oder die Straßenbahn, dass wir sowas auch zukünftig stärker umsetzen wollen. Hier gibt es aber in Jena Beschränkungen, wenn Sie sich den Westbahnhof anschauen. Es gibt wirklich nicht viel Platz, da ideale Umsteigepunkte zu gestalten, sodass wir hier Ihre Frage aufgreifend uns auch die fahrplanseitige Gestaltung genauer anschauen und sagen, wir müssen dann eben schauen, dass wenn in Schwachlastzeiten, wie wir das nennen, also nachts oder am Wochenende Züge ankommen, auch Anschlussmöglichkeiten gegeben sind. Da sind allerdings auch Grenzen gesetzt. Wenn die Straßenbahn nachts im Stundentakt verkehrt, kann sie vielleicht am Paradiesbahnhof einen Anschluss herstellen, aber am Bahnhof Göschwitz nicht mehr. Also das so untereinander auszutarieren, ist immer wieder eine Abwägungsfrage und wir versuchen da durchaus auf Kundenwünsche einzugehen, müssen aber sagen, dass das uns nicht in jedem Fall abschließend gelingen wird. Ein Beispiel für eine kommende Nahverkehrsanbindung in Jena wäre die geplante Straßenbahnstrecke in das Wohngebiet Himmelreich im Norden der Stadt Jena. Denn schon seit längerem wird eine Straßenbahnstrecke in das Wohngebiet Himmelreich von vielen gewünscht. Ich bin sehr zufrieden mit dem öffentlichen Personennahverkehr, jedoch wünsche ich mir in Zukunft, dass Richtung Himmelreich das noch etwas ausgebaut wird. Auch die Stadt und der Nahverkehr versuchen eine Strecke in dieses Wohngebiet zu realisieren. Und wenn das noch nicht reicht, haben wir immer noch Pläne, auch in der Schublade, dass wir unsere Straßenbahnstrecke ausbauen wollen. Und hier ist das beste Beispiel die Verlängerung um über 1 Kilometer in das Wohngebiet Himmelreich im Norden der Stadt. Das hat die Stadt Jena vor. Es ist so, dass wir derzeit versuchen, dafür Bundesfördermittel zu bekommen für diese Maßnahme. Die ist ja schon geplant. Da gibt es eine sogenannte Entwurfsplanung bereits. Das heißt, es muss nur noch eine Planungsphase fertiggestellt werden, bis man das bauen kann. Neben der Finanzierung eines solchen Projektes steht die Stadt Jena allerdings noch vor weiteren Problemen. Was natürlich ein bisschen kritisch ist, ist, dass der Ortsteil Rad in Zwezen natürlich Bedenken hat wegen des Umleitungsverkehrs. Da wird es noch, denke ich, noch einige Diskussionen geben. Und die Frage ist halt, ob man in den sauren Apfel beißt und sagt, es gibt den Umleitungsverkehr durch das Wohngebiet oder ob man sich entschließt zu sagen, man wartet, bis die nördliche Verlängerung der Wiesenstraße fertig ist. Aber wie ich ja schon gesagt habe, das sind auch Großprojekte, die sehr viel Geld kosten und die finanziellen Mittel sind endlich und letztlich muss die Stadt ja auch immer einen Eigenanteil finanzieren. Das heißt, selbst wenn wir Fördermittel bekommen, 75% Fördermittel, und das Straßenbahnprojekt hat auch eine Größenordnung, die deutlich für den letzten Bauabschnitt dann deutlich über 10 Millionen liegt. Meiner Erinnerung nach so ungefähr um die 15 Millionen sind da bestimmt noch übrig, sodass man natürlich sehen muss, woher kommt das Geld, wo setzt man die Priorität. Anders wird es nicht gehen, das wird noch zu diskutieren sein. Erst wenn das Problem des Umleitungsverkehrs beseitigt ist, kann die Straßenbahnstrecke in das Himmelreich gebaut werden. Anschließend muss auf den Bund gewartet werden, bis dieser die Fördermittel zur Verfügung stellt. Doch damit der Jena Nahverkehr in Zukunft noch mehr Fahrgäste befördern kann, muss er vorerst noch ganz andere Probleme lösen. Denn immer mehr Menschen wollen mit dem ÖPNV, also mit der Straßenbahn oder dem Bus fahren, um ihre Ziele zu erreichen. Laut dem Statistischen Bundesamt wächst die Anzahl der beförderten Personen in Deutschland jährlich um rund 100 Millionen. Dieser wachsenden Nachfrage möchte auch der Nahverkehr in Jena entgegenkommen. Wir wollen mehr Fahrgäste befördern, wir wollen mehr davon überzeugen, dass sie ihr Auto stehen lassen und mit uns mitfahren. Doch da immer mehr Menschen den ÖPNV nutzen wollen, kommt es vor allem in den Hauptverkehrszeiten, also zwischen 7 und 8 Uhr und 16 und 17 Uhr, häufig zu überfüllten Bahnen. Wir haben uns das sehr genau angeschaut, insbesondere bei den Straßenbahnen. Wir haben in Jena die Besonderheit, dass wir Fahrzeuge haben, die nicht untereinander kuppelfähig sind. Wir können also nicht längere Züge bilden. Und wir haben Zweirichtungsfahrzeuge, also wir verzichten im Wesentlichen auf Wendeschleifen, sodass wir auch in jedem Fahrzeug zwei Führerstände haben und Türen auf jeder Seite. Und bei der Größe der Fahrzeuge nimmt das schon sehr viel Platz für Fahrgäste. Und genau das war der Grund, weil wir festgestellt haben, in Spitzenzeiten sind unsere Fahrzeuge zu voll, auch schon vor Corona deutlich zu voll gewesen, dass wir dann unter derselben Prämisse, also Zweirichtungsfahrzeuge, nicht kuppelfähig,
wesentlich längere Fahrzeuge, die sind heute 28, die längsten werden dann 42 Meter sein und auch breitere Fahrzeuge beschaffen können, die dann 2,40 Meter statt 2,30 Meter breit sind. Und das mag wenig klingen, 10 cm auf die Breite, aber auf so eine Wagenlänge hingesehen bietet das schon deutlich mehr Komfort und Beförderungsmöglichkeiten. Der Nahverkehr möchte also in Zukunft nicht nur wesentlich längere, sondern auch breitere Straßenbahnen zur Verfügung stellen. Doch die Beschaffung neuer Fahrzeuge führt auch zu finanziellen Problemen, weil die Erneuerung des gesamten Fuhrparks natürlich eine Menge Geld kostet. Das kostet über 150 Millionen Euro. Das ist schon ein dickes Brett, was wir da gemeinsam mit den Stadtwerken Jena und in der Stadt zu bohren haben. Was neben dem Kapazitätsmangel zu den Hauptverkehrszeiten am meisten am Nahverkehr kritisiert wird, ist die Pünktlichkeit der Busse und Bahnen. Nein. Aus unserer Umfrage vom Oktober 2021 ging hervor, dass rund 40% der Befragten die Pünktlichkeit der Straßenbahn als weder noch oder sogar unpünktlich bewertet haben. Viele Menschen wollen nämlich ohne jegliche Verzögerung an ihr Ziel kommen. Also wir haben auf den meisten Linien ja ein sehr hohes Taktangebot, sodass die Pünktlichkeit ein Qualitätsparameter ist, das wir sehr genau im Auge haben. Aber was jetzt dann, ob man jetzt 2 oder 3 Minuten später in der Innenstadt ankommt, vielleicht nicht so entscheidend ist. Was wir aber feststellen ist, dass durch die Tallage Jenas und wir teilen uns ja hier den Verkehrsraum mit wirklich allen Verkehrsteilnehmern, es immer wieder eine Herausforderung ist für unsere Busfahrerinnen und Fahrer und die Straßenbahn lenken, pünktlich an das Ziel zu kommen. Eine optimale Pünktlichkeit, also eine Verzögerung von wenn überhaupt nur wenigen Sekunden, ist also hier in Jena kaum zu bewerkstelligen. Doch der Nahverkehr versucht in Zukunft, die Pünktlichkeit der Busse und Straßenbahnen zu verbessern. Unsere Fahrgäste erwarten das. Das gelingt uns zu den Spitzenzeiten nicht wirklich. Aber wir arbeiten auch mit der Stadt daran, sowas zu verbessern, also auch Wege zu beschleunigen, Ampelschaltungen für die Straßenbahn vorrangig zu gestalten. Doch nicht nur die Pünktlichkeit der Straßenbahn und Busse ist in Jena ein Streitgespräch. Was auch beim ÖPNV stark umstritten ist, sind die Ticketpreise. Laut unserer Umfrage sind zwar ein Großteil der Befragten mit den Ticketpreisen zufrieden, jedoch fordern rund 38%, dass die Ticketpreise stagnieren oder niedriger sein sollten. Was unseren Aufwand, also unsere Kosten anbelangt, gibt es hier Entscheidungen im Stadtrat, wie hoch die Fahrpreise sein sollen. Letztlich wird diese Entscheidung dann im Aufsichtsrat der Stadtwerke Jena getroffen, aber es gibt hier auch politische Erwartungshaltung. Und klar ist, dass wir über unsere Ticketpreise nur einen Teil der Kosten decken können. Das heißt, wenn wir ohne Zuschüsse Dritter würden auskommen wollen, müssten unsere Fahrpreise 2-3 Mal höher sein. Das ist aber politisch nicht gewollt und so ist es immer wieder eine Frage, wie dieses System austariert wird. Die Zuschüsse für unser Verkehrsunternehmen steigen durchaus, nicht zuletzt, wenn wir jetzt neue Straßenbahnen beschaffen. Dazu bekennt sich auch die Stadt über die Stadtwerke Jena. Aber auch die Fahrpreise müssen hin und wieder nach oben angepasst werden, damit auch die Fahrgäste ihren Beitrag leisten können. Laut dem Geschäftsführer des Nahverkehrs ist also keine Senkung, sondern eher eine Steigerung der Ticketpreise zu erwarten. Jedoch werden nicht nur Preise erhöht, sondern es wird auch Rabatte geben, wie die der Kindereinzelfahrt. Ein Beispiel, wo wir zukünftig Fahrpreise auch senken werden, das ist die Kindereinzelfahrt. Hier werden wir den Rabatt von 25% auf 1/3 erhöhen. Das ist auch ein politischer Wunsch gewesen, damit Kinder mobiler sind in der Stadt Jena. Und das werden wir, wenn alle zustimmen, auch im Sommer nächsten Jahres so umsetzen können. Langfristig muss allerdings mehr getan werden, damit mehr Leute permanent auf den ÖPNV umsteigen. Wenn es um die Entwicklung der Ticketpreise geht, wird oft über die Einführung eines Kurzstreckentickets diskutiert. Bei einem Kurzstreckenticket fährt man eine geringe Anzahl an Haltestellen und bezahlt hierfür eine kleinere Summe als den normalen Preis. Jedoch hält der Geschäftsführer des Nahverkehrs von der Idee eines Kurzstreckentickets in Jena nicht wirklich etwas. Eine Kurzstreckenkarte werden wir in Jena nicht einführen, aller Voraussicht nach, weil die Logik, die hinter so einem Kurzstreckenticket steht, auch eine ungerechte sein kann. Wenn man nämlich für 3 oder 4 Haltestellen nur bezahlt, ist das im Umfeld der Innenstadt durchaus gerecht. Wenn man aber beispielsweise in Lobeder Ost oder in Swetzen wohnt, ist das sehr ungerecht, weil man nach 4 Haltestellen längst noch nicht am Ziel ist. Ein Kurzstreckenticket wird also nicht kommen. Allerdings gibt es andere Vorschläge, wie ein Strecktarif, bei dem man einen festgelegten Preis pro abgefahrener Haltestelle bezahlt. Aber ich finde, den Streckentarif wäre eine gute Lösung, dass man, weiß ich nicht, pro Haltestelle 15 Cent zahlt oder so, weil gerade steigen ja die Preise sehr und das finde ich eigentlich nicht sehr gut.
Ein kostenloser ÖPNV wird auch in Jena schon lange diskutiert und von einigen gewünscht. Nicht zuletzt, da es in Europa schon mehrere Städte oder sogar Länder mit einem kostenlosen ÖPNV gibt. Würde ich für Kinder begrüßen, aber für Erwachsene würde ich das jetzt nicht notwendig finden. Einen kostenlosen ÖPNV gibt es zum Beispiel in Luxemburg oder in Estlands Hauptstadt Tallinn. Beim Beispiel Tallinn dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt mit einer elektronischen Karte für den ÖPNV kostenlos nutzen. Leute, die von außerhalb kommen, müssen diese Karte aufladen lassen. Doch ist ein kostenloser ÖPNV in Jena realisierbar? Also wir weisen gern darauf hin, dass ein ÖPNV niemals kostenlos im Sinne, er kostet nichts, sein kann, sondern höchstens entgeltfrei für den Kunden, für den Fahrgast. Das halten wir für grundsätzlich möglich. Ein kostenloser ÖPNV ist in Jena aus Sicht des Nahverkehrs also möglich. Dennoch gibt es einige Herausforderungen, die es für die Realisierung eines kostenlosen ÖPNV zu bewerkstelligen gibt. Was wäre also notwendig, um einen kostenlosen ÖPNV umzusetzen? Hier gilt aus unserer Sicht, es ist wichtig, dass wir dann eine stetige Finanzierung von Dritten bekämen. Also das kann nicht nur mal in einem Jahr sein, sondern das muss auch viele Jahre abgesichert sein, auch mit steigendem Aufwand, der damit verbunden ist. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Es sind in allererster Linie, bevor man etwas entgeltfrei anbieten möchte, Investitionen erforderlich in neue, größere, stärkere Fahrzeuge, mehr Strecken, mehr Buslinien, was Sie vorhin genau hinterfragt hatten. Und wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, nämlich den ÖPNV ausbaut, in den ÖPNV investiert und dann Tickets günstiger macht oder sogar gänzlich entgeltfrei, wäre das eine kluge Alternative. Allerdings sehen wir die jetzt hier konkret in Jena und in der Situation wirtschaftlich, in der sich unsere Stadt und die Stadtwerke und der Jena Nahverkehr befinden, nicht. Aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, einen kostenlosen ÖPNV in Jena anzubieten. Jedoch wäre es eventuell mit Fördermitteln vom Bund möglich, den Jena-Fahrgästen einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr bereitzustellen. Doch was hält die Stadt von der Idee eines kostenlosen ÖPNVs und wie soll dieser finanziert werden? Ein kostenloser ÖPNV ist ja eigentlich nicht wirklich kostenlos, sondern er wird nur anders finanziert, nämlich über Steuergelder dann. Diese Ermäßigung für den ÖPNV, die gibt es ja bereits. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, wenn ich überhaupt gar keine Zugangsberechtigung, die in irgendeiner Form irgendwas kostet, benötige, dann ist es so, dass man damit rechnen muss, dass sich die Nachfrage verdoppelt oder verdreifacht, je nachdem. Das heißt, man muss eigentlich so vorgehen, wie das zum Beispiel in Wien gemacht worden ist, dass man sagt, man erhöht erst das Angebot massiv und dann schafft man diese Möglichkeit. So dass man immer abwägen muss, wo ist Kosten, wo sind die Kosten? Die steigen ja auch enorm, wenn sehr viel mehr Nachfrage ist, ich also sehr viel mehr Fahrzeuge und Fahrer einsetzen muss. Und wo ist der Nutzen? Und das ist schwierig, das abzuwägen. Quintessenz ist, ich würde sagen, es ist kritisch zu sehen. Besser wäre es zu sagen, es wird für bestimmte Gruppen ermäßigt, und zwar in einer Art und Weise, dass das wirklich auch einen Effekt hat in der Nutzung. Und trotzdem bin ich der Meinung, man sollte es nicht ganz kostenlos machen. Somit lässt sich festhalten, dass mehr Fördermittel in den ÖPNV einfließen müssen, damit dieser wichtigen Kundennachfragen wie ein Streckentarif oder kostenlose Fahrten für Kinder oder Schüler nachgehen kann. Zudem muss man verkraften, dass es eine Fahrradautobahn in Jena in naher Zukunft nicht geben wird. Doch worauf man hoffen kann, ist eine bessere Durchgängigkeit von Fahrradwegen, auch neben Bundesstraßen, damit das Fahrrad für mehr Leute als Alternative zum Auto attraktiver wird. Zwar lassen sich gewisse Straßen wie die Knebelstraße oder der Leutragraben bzw. der Johannesplatz nicht autofrei gestalten, doch zumindest wäre es möglich, einzelne Gassen in der Innenstadt in geraumer Zeit autofrei zu gestalten und die Osttangente dazu verbaut, um den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt raushalten zu können. Doch auf dieses Vorhaben wird man wahrscheinlich noch etwas warten müssen. Es bleibt also abzuwarten, was im Verkehr in Jena in Zukunft passieren wird und wie dieser sich in den nächsten Jahren verändert. Denn Verkehrsprobleme wird es immer geben. Someone else, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else.
I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive. Drive a faster car.